Liebe Gemeinde, willkommen zurück zu einer weiteren Map bei den Legenden. Mehrmals vorgeschlagen wurde die Map der Stützpunkt, erschaffen von Ritaleo. Ziemlich einfache Beschreibung, ein Stützpunkt muss verteidigt werden gegen Kerberos, Barbaren, Wegelagerer und Banditen. Dem widmen wir uns natürlich und beseitigen das alles. Der Beschreibung nach soll es sich insgesamt eine reine Kampfmap handeln und ja, wir schauen dementsprechend, wie sehr sie uns herausfordern. Am Stützpunkt. So, jetzt bin ich bereit zum Kämpfen. Ich habe schon etwas erkundet. Hier ist die Festung von Kerberos. Gut, so soll etwas. Ja, hier sind noch Banditen, Wegelagerer und Barbaren. Passt also gut auf. Die werde ich schon erledigen. Dario regelt das, der hat ein bisschen Erfahrung aus Mount and Blade gesammelt. Ich hoffe, die Wachen werden euch gut unterstützen. Und vergesst nicht eure Burg zu... Wieso sollten wir das vergessen? Keine Sorge, das werden wir hoffentlich schaffen. Haben wir zwei Burgen? Das wird harte Arbeit. Ja, Dario. Ah, ne. Gut, wir haben meinen Verbündeten. Ein Verbündeter ist in Schwierigkeiten. Das ist ein bisschen aus, aber wir wissen, dass Dario hier gewesen ist. Na, die legen natürlich sofort los. Dario, an die Arbeit. Ein Arbeiter wird angegriffen. Wie viele... Oh! Ja, Herr. Wir sind reich. So soll es sein. Gut, wir haben ein Dorfzentrum da. Haben wir auch hier ein Dorfzentrum? Wie soll ich mich konzentrieren, wenn ihr mich kitzelt? Gut, da wir offenbar keine Größe... Wir haben offenbar... Lasst mich bitte meine Arbeit nahezu unbegrenzt viele Ressourcen. Ich könnte schwören, ich habe gerade eine Elfe gesehen. Dort oben im Baum. Es geht aber schon richtig los. Greifen eure Häuser an. Ja komm, leisten wir uns ein bisschen was. Fließrüstung. Hier lässt es sich gut leben. Es gibt nicht genug zu essen. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden gezahlt. Wir haben schon einen Turm verloren, kann das sein? Habe ich gar nicht drauf geachtet. Na gut. Oh ja. Nebelfolg halt. Was soll man machen? Das kann ich. Feinde greifen eure Häuser an. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Da wir sowieso Ressourcen haben, können wir auf Kanonentürme aufsatteln. Um all eure Siedler versorgen zu können. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt. Baut ihr bitte den Turm wieder auf? Ja. Ausbau vollbereitet. Keine Gnade hier. Kriegen meine Jungs und ich heute Abend frei. Das Gebäude. So, die Türme müssen jetzt aber in der Lage sein. Also ihr seid jetzt mal Gruppe 0. Gruppe 0, da wir immer auch Ressourcen am Ende haben, versucht das bitte nochmal. Wir verfügen nun über das Wissen über eine neue Technologie. Feinde haben einen Arbeiter attackiert. Ich könnte schwören, ich habe gerade eine Elfe gesehen. Dort oben im Baum. Es regnet. Gut, dann das nächste direkt. Fertig. Da trainiert doch niemand mehr. Das kann ausgebaut werden. Gut. Offenbar nicht. Wir haben wirklich ganz schön Haufen an Türmen verloren, weil wir nicht aufgepasst haben. So soll es sein. Aber es wird jetzt nicht das größte Problem darstellen. Wir haben ja alle Ressourcen, die wir brauchen, um ganz auf Kanontürme aufzusatteln. Ein Verbündeter ist in großer Gefahr. Ein Arbeiter liegt da immer noch rum, nutzlos wer ist. Eure Gelehrten haben eine neue Technologie erforscht. Wir haben aber kein Dorfzentrum, das wir hier nutzen können. Zahltag. Weil die Leute hier nicht rauskommen. Fertig. Das bedeutet, wenn unsere Arbeiter sterben, dann das sind die Gebäude tot. Ist nun ausgebaut. Ich glaube ja, dass hier eine Verwechslung vorliegt. Eigentlich sollte ich gar nicht hier sein. Schnee. Da wollen die direkt richtig Lust? Die Landschaft. Nee, wir können gerade nachrekrutieren, nicht wahr? Ja. Nur Mut! Wir werden siegen! Ausbau vollbracht.
Feinde greifen eure Häuser an. Ich bin hier. Die kommen auf jeden Fall von hier irgendwo. Dann sollten wir die Gewalt ausschalten. Geschlossen. Wir kümmern uns darum. Wir müssen ja auch irgendwie wieder an Steuergelder kommen. Ausbau das abgeschlossen. Wenn's denn sein muss. Wenn da wir kein Dorfzentrum haben, können wir auch keine neuen Leute bauen. Das Gebäude ist nun ausgebaut. Gut, wir werden wohl nicht pleite gehen. Davon können wir ausgehen. Aber für das Erforschen von Technologien ist es natürlich ungünstig, wenn unsere Leute alle tot sind. Haben wir ein Sägewerk? Haben wir. Gut. Und wir können zwar theoretisch eine Kanonengießerei bauen, praktisch gesehen aber gar nicht. Mit Vergnügen. Denn sollten wir eine bauen, kommt der Kanonengießer niemals dahin. Eureka! Fertig! Ein Arbeiter ist in großer Gefahr. Wo stehen jetzt die Leute? Von was überhaupt? Ich glaube ja, dass hier eine Verwechslung vorliegt. Eigentlich sollte ich gar nicht hier sein. Eure Arbeiter bezahlen. Hier lässt es sich gut leben. Ja, wenn der gleich stirbt, dann ist die Büchsenmacherei ganz im Eimer. Statt der Rüstung erforschen wir zuerst mal die Bleikugeln, damit wir auf Kimmer und Korn kommen können und die höhere Reichweite von unsere Schützen kriegen. Ein Verbündeter ist in großer Gefahr. Ihr verfügt nun über das Wissen über eine neue Technologie. Und dann? Dann haben wir was reparieren. Da ist was kaputt. Und der. Dachchef. Eureka! Das Gebäude ist nun ausgebaut. Wie soll ich mich konzentrieren, wenn ihr mich kitzelt? Gut, wir haben 2 Millionen Tacken. Bis die uns verbraucht werden, ist Ewigkeit. Ich habe gerade eine Elfe gesehen. Dort oben im Baum. Lasst mich bitte meine Arbeit machen. Ich mach das schon. Einer eurer Arbeiter wird angegriffen. So, Gruppe 0 nicht, ja, nicht sterben. Gut. Repariert hier mal. Aber letzten Schützen. Die müssen erstmal hochprügeln. Da wir sowieso reich genug sind, werden wir die erst hoch erforschen. Und dann rekrutieren. Und da wir sowieso so dekadent sein können, werden wir uns auch Nahkämpfer leisten können. Wir machen es nur, dass wir ein paar Ballistenschützen als Verteidigungsarmee aufstellen, mit den Scharfschützen dann unsere Gegner führen. Ja. Die Erforschung einer neuen Technologie ist abgeschlossen. Zerstört die schwarze Festung von Kerberos. Das ist ja alles machbar. Erst einmal mit F6 und Quicksave, nicht mit F7. F7 ist eine schlechte Idee. Seid unbesorgt. In Ordnung. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Ausbau vollbracht. Hallo Gruppe 9. Eureka! Hier gab's doch noch was, was angekratzt ist. Mach das mal heile. Ihr habt eine neue Technologie erforschen lassen. Marschieren. Einer eurer Verbündeten steckt in Schwierigkeiten. Ach, guck mal, da kommt schon Kerberos angetanzt. Der wird sich freuen. Und dann liegt er hier schon. Wenn's denn sein muss. Kanonentürme ist immer gut. Wir pflanzen einfach unseren ganzen Zugang mit Kanonentürmen dicht. Und dann werden wir eigentlich schon alles überleben, was uns entgegengeworfen wird. Ein paar Trupps, aber lässt uns schützen zusammen. Feuert mal da rein, bevor die auf Ideen kommen. Fertig, Meister. Fertig. Und dann haben wir den Alten übers Ohr gehauen und er... Dachchef. Forschung abgeschlossen. Ja. Na komm, wir machen Turm hin. Ihr verfügt nun über das Wissen über eine neue Technologie. Das Gebäude ist ausgebaut. Weißt du was? Weil wir es uns leisten können. Darum.
Ein Arbeiter ist in großer Gefahr. 2 Millionen von allem. Ein schöner Ort, überlebst das. Ich frage dich. So, Kim und Korn, für die Reichweite unserer werten Leute, dann können wir hier noch ein bisschen forschen. Fertig. Ich glaube ja, dass hier eine Verwechslung vorliegt. Eigentlich soll ich gar nicht hier sein. Eine neue Technologie. Wer hat's gedacht? Ist erforscht. Forschung abgeschlossen. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Na komm, können wir hier noch einen hinsetzen. Forschung abgeschlossen. Sowas wie Übertreibung existiert gar nicht. Forschung abgeschlossen. Das Gebäude ist nun ausgebaut. Eure Gelehrten haben eine neue Technologie. Übertreibung ist nur kapitalistische Propaganda. Wissen wir doch. Ausbau abgeschlossen. Oder kommunistische? Wen interessiert das Propaganda? Ich weigere mich, das Konzept von Übertreibung anzuerkennen. Technologie ist abgeschlossen. Der Winter kommt. Ausbau fertig. Und der Winter kommt. Eine Hochschule könnten wir bauen, können wir aber nicht mehr anfangen. Komm, Gruppe 0. Weil wir es wirklich so dicke haben. Natürlich. Pflanzen wir hier diese ganze Riege mit Kanonentürmen zu. Aber gern. Wird nicht schön aussehen, aber gut. Ausbau fertig. Ja, und ja. Hier auch noch. Ihr habt eine neue Technologie erforschen lassen. Hier können wir auch noch einen hinsetzen, aber das glaube ich, wäre zu übertrieben. Eine neue Technologie ist erforscht. Einer eurer Verbündeten wird angegriffen. Ausbau abgeschlossen. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Der Feind attackiert eure Siedlung. Was? Wo? Oh, das sehe ich nicht ein. Wechseln. Fertig, Meister. Meister Schmied. Der ist am Arbeiten. Das Und Gebäude Webstuhl. Ist nun ausgebaut. Gut. Wann und wie wollen wir einen Gegenangriff starten? Also zuerst mal würde ich hier von hier erstmal die Leute, die hier rum existieren, zuerst mal gerne ausgeschaltet wissen. Seht her. Ich bin mir aber nicht 100% sicher, wie wir gegen die vorgehen können. Der Tag der Abrechnung. Ich bin mir 100% sicher, wie wir gegen die vorgehen können. Eine Horde Scharfschützen dürfte in der Lage sein, das zu regeln. Aber lässt es. Langschwert. Der Feind attackiert eure Siedlung. Das Gebäude ist ausgebaut. Ausbau. Wenn's das Kratzer drin macht immer ganz. Muss. Ihr habt eine neue Technologie erforschen lassen. Seht. Für die Verteidigung werden Armballastenschützen wahrscheinlich ausreichen. Ausbau fertig. Dann gehen wir auf 6 Trupps auf jeder Seite. Dann werden wir uns ein starkes Strike-Team aus Scharfschützen setzen, das dann den Rest nachtreffen. Leute, da reinschießen! Der Feind attackiert eure Siedlung. Leute, eine darauf. Neue Technologie erforschen lassen. Ausbau abgeschlossen. Lasst mich bitte meine Arbeit machen. Ich mach das schon. So soll es sein. Ja! Der Haupt lässt es an, das kommt auf jeden Fall aus dieser Richtung hier. Arbalesten. Noch 3 Trupps sind übrig? Nein. 4 haben wir noch. Hallo Armee 2. Oh, Dario steht wieder. Ja. Komm zurück! Der dämliche Idiot. Eisengießen. Und die Fließrüstung. Damit unsere Scharfschützen auf höchsten Status sind. Erforschen lassen. Feinde haben einen Arbeiter attackiert. Eure Hier bleibe ich gern. Ja, hör auf zu sterben. Neue Technologie ist erforscht. Kommt ja nicht auf die Idee, die Schuld mir in die Schuhe zu schieben, wenn das Gebäude. Dann können wir alle nicht bauen. Wir dürfen unsere Rekrutierungsbasen auf jeden Fall nicht verlieren. Ich war gestern nämlich bei dieser netten Lichtung. Ansonsten sind wir ganz schön im Eimer.
Kein Komm, Problem. Komm, hier gibt es noch einen Turm hin, damit wir hier eine vollständige Wand aus Kanonentürmen haben. Fertig. Ja. Den repariert er auch mal schnell. Ein Verbündeter Gruppe 2 plus ist in ihr hier ist Gruppe 2. Ja! Sammelt euch hier. Ja, wir gehen ins Gebäude Minus, aber. Ist nun ausgebaut. Haben wir gerade Scharfschützen rekrutiert? Okay, dann wird an mir Einsatz ein bisschen verstärkt. Kann ich auf jetzt neuen Trupps machen? Wie ist ja unsere Offensive? Hier passt noch ein Turm hin. Ausbau abgeschlossen. Eigentlich wollte ich ja Arbalestenschützen rekrutieren, 3 Stück für eine zweite Arbalestenschützenarmee. Feinde haben einen Arbeiter attackiert. Nein, Gruppe 0. Repariert das mal. Geschafft. Ausbau abgeschlossen. Es regnet. Ja, Herr. Das kann ich. Wir müssen natürlich im Sommer angreifen, damit wir nämlich Kommt ja sehen nicht können, was wir überhaupt angreifen wollen. Mir in die Schuhe zu oh, hier passt noch ein Turm hin. Na dann. Ich habe damit Wo ein Turm hin passt, kommt ein Turm rein. Das ist da. Einfach Politik. Ich war gestern nämlich bei dieser netten Lichtung am Holz gefällt. Eure Arbeit hier. Bezahlen passt auch wunderbar ein Turm rein. Ausbau vollbracht. Fertig. Schützen, Ausbau. Das ist Eisenkanonen. Mach die kaputt. Ihr werdet angegriffen. Genau aus diesem Grund. Genau aus diesem Grund. Fertig, Meister. Wie ihr wünscht. Das Schaffens, Euer ziehen wir erstmal zurück. Wir befehlen. Und lassen uns mal Armee 2 als Verteidigungstruppe hier weiter agieren. Ausbau. Und ihr seid Armee. Schnee bedeckt die Landschaft. Richtig. Ja, Armee 3 als Verteidigungsgruppe. Jawohl. Kommt ja 0, nicht auf die 9. Schuld, mir in die Schuhe zu schieben, wenn das Sieht momentan alles gut aus. Ich habe damit nämlich nichts Gruppe zu tun. Gruppe 0 zieht sich dahin zurück, Gruppe 9 zieht sich hierhin zurück. Lichtung. Armee 1 kriegt noch weitere 3 Truppen Scharfschützen. Anderen belästigen mit eurem Rumgeschubse. Feinde haben einen Verbündeten attackiert. Das Gebäude ist für ultimative Schlagkraft. Lasst mich bitte meine Arbeit machen. Ich mach das schon. Gut. Mich deucht, wir können bald unseren ersten Angriff starten. Ich zeige euch den Weg. Das Gebäude ist nun ausgebaut. Unser erster Angriff wird hier hingehen. Und wir haben unser Befolgungslimit erreicht. Zeit für ein Quicksave. Euer Wunsch ist mir Befehl. Es ist Vorwärts. Zahltag. Natürlich, 12 Truppen durchzubewegen ist jetzt nicht das Einfachste auf der Welt. Wir werden siegen. Einer eurer Arbeiter steckt in Schwierigkeiten. Feinde greifen ihn an. Respawnen die uns einfach die ganze Zeit? Wenn ja, dann. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Den Schaden tragen wir einfach mal, wie so ein Mann. Wie ihr wünscht. Warum greift ihr ausgerechnet jetzt an? Zeigen, was ihr gelernt habt. Zurückziehen. Ja. Ihr hattet den ganzen Tag Zeit, um anzugreifen. Jetzt entscheidet ihr euch dazu. Armee 2 verzieht euch zwischen die Türme, Armee 3 verzieht euch zwischen die Türme. Das ist eigentlich der Plan, damit die Tür und sie offen bleibt. Feinde haben einen Arbeiter attackiert. Mehr Siedler können nicht aus dem Dorfzentrum kommen. Es ist kein Platz mehr vorhanden. Wir kümmern uns darum. Euer Wunsch ist mir Befehl. Jawohl. So, jetzt. Ja! Ergreift sie!
Ah, natürlich greifen uns die Roten auch noch an. Die fühlen sich jetzt so ganz lustig. Dafür sind wir genau die Richtigen. Komm an mir eins, ihr marschiert einfach durch. Diese ganzen Kleinigkeiten müssen euch gar nicht kümmern. Einer eurer Greift die Dualistische Türme kurz mal an. Ach, jetzt kommt das Nebelfolger dazwischen. Verteidigt euch. Das müssen wir leider ausschalten, das ist gefährlich. Angriff! Ja, ich könnte schwören, vorne. Ich habe gerade eine Elfe gesehen. Dort oben im Baum. Wir kümmern uns darum. Eure Arbeit. Eigentlich müssen wir gar nicht mehr auf Menschenleben achten. Wir können jetzt einfach die böse Strategie fahren und einfach Menschenleben auf die Probleme werfen, um zu lösen. Also gut, machen wir diese böse Strategie. Wir haben Ressourcen am Ende. Brechen wir durch, vernichten die Türme. Macht sie nieder! Ihr seid auf Feinde gestoßen. Sie greifen an. Statt des Turmes vernichtet ihr jetzt immer die Kaserne, solange ihr noch in der Lage seid, irgendwas auszurichten. Oh, es tut mir so weh, sofort zu gehen. Was man nicht alles macht, um ein bisschen an Luft zu kommen. Ist mir Befehl. So, die Kaserne ist platt. Jetzt zieht euch mal zurück, damit wir uns wieder auffrischen können. Verteidigt euch! Ihr werdet angegriffen! Ja, die Hälfte des Truppes ist draufgegangen. Vielleicht ein bisschen mehr. Wie soll ich mich konzentrieren, wenn ihr mich kitzelt? Ich könnte schwören, ich habe gerade eine Elfe gesehen. Dort oben im Baum. Kriegen meine Jungs und ich heute Abend frei. Hallo, Armee 1.